Was wäre ein Leben ohne Hände? Sie sind ständig im Einsatz als einzigartige Werkzeuge. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Auch aus medizinischer Sicht sind die Hände reinste Wunderwerke und bestehen aus 27 verschiedenen Knochen und 40 verschiedenen Muskeln. Beim Stürzen kann es aber passieren, dass ein Knochen an der Handwurzel bricht. Es gibt allerdings auch noch andere Gründe für so Knochenbrüche. Rennfahrer Freddy Barth an seinem Lieblingsplatz hinter dem Steuer eines Autos. Und ausgerechnet ein Lenkrad war es, das zum Bruch von einem seiner Handwurzelknochen führte. Ja, ich war am Start von der Tourenwagen WM und hatte eine kleine Kollision, von hinten angeschoben und auf einen anderen drauf. Auf jeden Fall, als das Fahrzeug wieder gelandet ist, direkt auf den Vorderrädern, hat das Lenkrad umgehauen und ich hatte den Daumen noch im Lenkrad drin, was dazu geführt hat, dass der Daumen nach unten weggedrückt hat und dann eben das Handgelenk verletzt worden ist dabei. Als die Schmerzen nach seiner Heimkehr nicht abnahmen, ließ Freddy Barth ein Röntgenbild machen, auf dem nichts Auffälliges bemerkt wurde. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich noch rechte Schmerzen hatte im Nachhinein, vor allem beim Velofahren, mich nicht abstützen konnte. Ich habe versucht, Sport zu machen und gefunden, ich sollte vielleicht gleich mal noch zum Spezialist gehen, schauen, was dort los ist. Das Kahnbein ist ein Handwurzelknochen, anders bezeichnet als Kaphoid. Es ist ein zentraler, sehr wichtiger Handwurzelknochen, gerade unterhalb des Daumen. Und es ist der häufigst gebrochene Handwurzelknochen. Das ist jetzt Herr Barth sein Röntgenbild. Sie sehen das Kahnbein, man sieht äußerlich nichts Auffälliges. Und nur wenn man ganz genau heranschaut, könnte man vermuten, dass da ein Bruch vorhanden ist. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum so viele Kahnbeinbrüche übersehen werden, weil sie so schlecht sichtbar sind auf dem Röntgenbild. Aufgrund von meinem sehr engen Zeitplan hat man natürlich dann eine Operation in Betracht genommen, die ich ambulant zum Glück machen konnte, weil ich dann zwei Wochen später schon wieder den nächsten Renneinsatz hatte und hätte dann fahren sollen. Also generell muss man sagen, dass man das Kahnbein wie die meisten Knochenbrüche konservativ oder operativ, also gipsen oder operieren, kann behandeln kann. Weil Kahnbeinbrüche verschiedene Prognosen haben, je nachdem, wo der Bruch lokalisiert ist, haben wir Herrn Barth eine Operation vorgeschlagen. Sein Bruch liegt nämlich in einer Zone, die für die Spontanheilung und der Gipsruhigstellung meistens nicht heilen tut. Die Operation beim Herrn Barth ist mit zwei Schrauben erfolgt. Man hat das Fragment mit zwei Schrauben fixiert, nämlich mit zwei kleinen Schrauben, die den Kopf sich vollständig glatt im Knochen versenken. Dadurch auch nicht mehr voranschaut und normalerweise die Schrauben auch nie mehr entfernt werden. Ich musste dann während etwa drei Wochen eine Schiene anlegen, also auch beim Fahren, dass ich möglichst wenig Bewegung gemacht habe. Also vor allem die Bewegung von nach oben und rauf im Handgelenk. Dann ein bisschen angefangen mit Physiotherapie. Man musste immer schauen, dass man die Streckbewegung wieder herbekommt. Das ist eigentlich das, was es Einschränkungen gibt. Das war dann nach fünf bis sechs Wochen aber komplett in Ordnung, also Schmerzen weg und wieder 100% einsatzfähig. Vielleicht ist es ja bald so weit, dass man die Hände gar nicht braucht, um ein Steuerrad zu lenken bei so viel Automatisierung. Herr Professor Natz, Sie haben uns ein riesiges Modell gebracht von einem, so einem Kahnbein. Aber für was brauchen Sie das eigentlich? Zum zeigen, es sieht fast aus wie ein Stein. Ja, ich glaube, das ist eher zum zeigen, wie die Grössenverhältnisse sind. Weil wenn man das vergleicht mit der reellen Größe des Kahnbeins, würde man meinen, es ist verschwindend klein. Aber es ist ein Knochen, der halt schon seine Größe hat, seine Wichtigkeit und vor allem eine sehr merkwürdige, schwierige Form, dreidimensional. Sie haben es im Beitrag schon gesagt, es ist noch recht schwierig, das zu erkennen. Auf dem Röntgenbild sieht man manchmal gar nicht. Was brauchen Sie denn für die Diagnose? Wenn man den Verdacht hat, muss man zusätzliche Untersuchungen machen. Normalerweise ist das ein Computertomogramm oder ein Kernspintomogramm. Und dann sieht man das. Wenn wir jetzt noch mal zurückkommen auf wie man hier vorgeht, beziehungsweise wenn man hellhörig werden muss, was sind denn typische Beschwerden? Ich glaube, was Herr Barth erzählt hat, passt sehr gut. Dass man mal ein Unfallereignis hat mit ziemlich viel Gewalteinwirkung. Und dass man dann Handgelenkschmerzen verspürt, die eigentlich nicht weggehen und immer wieder reproduzierbar sind mit Bewegung und Belastung. In Ruhe kann man ohne weiteres schmerzfrei sein. Das schließt den Bruch nicht aus. Und was sind das für Schmerzen? Sind das stechende Schmerzen? Sind das so ziehende Schmerzen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich denke, dass ich mehr so Schmerzen typ Zahnweh und nicht irgendwie brennend oder elektrisierend, sondern wirklich mechanische Schmerzen. Ja. Auch hier in dieser Schnupftabakgrube, ist das so? Wenn man ja, das ist der klassische Ort. Aber das Kahnbein ist nicht ganz so gross wie jetzt auf dem Modell. Aber es ist trotzdem halt diagonal im Handgelenk, hinein, vom Daumenballen bis da oben. Und eigentlich entlang der ganzen Länge von dem Kahnbein kann man den Druckschmerz auslösen, je nachdem, wo der Bruch lokalisiert ist. Wo wäre denn hier die Grube, wenn man es hier an dem Skelett würde? Die wäre jetzt da oben. Und da kommt man genau nur zu der Mitte des Kahnbeins dazu. Mhm. Aber zum Beispiel am Herbarzi-Bruch, der ist jetzt auf dem Ende gewesen. Und dann würde man womöglich da mit Druck nicht den typischen Schmerz auslösen. Mhm. Wer ist besonders gefährdet für so einen Kahnbeinbruch? Es sind vor allem junge Leute. Ich würde sagen, so Hochgeschwindigkeitsindividuen. Also, es braucht schon mehr als einen Stolpersturz über den Teppichrand, bis so ein Kahnbein bricht. Mhm. Man muss also schnell unterwegs sein, mit dem Velo, mit dem Ski. Und das sind halt meistens jüngere Patienten, die so ein risikoreiches Leben führen. Es braucht ein bisschen Wucht, damit das überhaupt bricht. Wir haben noch ein paar Bilder hier, die Sie noch mal zeigen können, wie Sie die Rekonstruktion richtig machen. Was sieht man da? Da sehen wir mal ein Handgelenk und das Kahnbein mit dieser Fraktur. Man sieht, die Fraktur ist körpernah, also rechts ein kleiner Pol. Und jetzt haben wir das Kahnbein mit einem Drähtchen aufgefädelt. Und über das Drähtchen kann man eine Schraube drüber fädeln, die in der Mitte ein Loch hat. Ein Führungsdraht nennt man das. Und jetzt kann man die Schraube anziehen, bis die beiden Teile fest aneinander gepresst sind. Dann das Instrumentarium entfernen, dass nur noch die Schraube am Schluss übrig bleibt. Und so Schräubchen haben Sie uns hier ein paar mitgebracht. Ich sehe hier die Grösse, die sind recht unterschiedlich. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass eine Frau ein feines Gelenk hat, dass sie hier auch adäquate Sachen finden. Ja, die Auswahl ist gross, wie Sie sehen, dass sie verschiedene Fabrikate. Es ist natürlich so, es kommt darauf an, wie gross das Stück ist, das man hier machen will. Beim Herrn Barth war es ein kleines Stück, an einem Ort, wo, sagen wir mal, eine grosse Schraube auch nicht unterzubringen ist. Und darum hat man zwei Schrauben gebraucht von dieser Größe. Und für andere Brüche, die z.B. in der Mitte des Kahnbeins sind, kann man eine Schraube brauchen, die das ganze Kahnbein überbrückt. Also wirklich 2,5 cm lang ist. Ja. Ist die Funktionalität nachher total gleich wie vorher? Wenn man so ein Kahnbein zum Heilen bringt, in der richtigen Form, ohne Stufen, ohne nichts, dann ist so ein Kahnbein wieder so voll funktionsfähig, dass man eigentlich keine Einschränkung merkt. Und wie wäre es mit Spätfolgen, mit irgendwelchen Problemen? Spätfolgen ereignet sich nur, wenn das Kahnbein nicht heilt, wenn es also weiter gewackelt in dem Bruchspalt oder wenn es eine falsche Form hat. Nicht so wie vorher, entweder eine Stufe hat oder einen Knick im Kahnbein weiter besteht. Es kann passieren, dass man so einen Kahnbeinbruch übersehen tut. Und das hat Folgen, wie das nächste Beispiel zeigt. Moderates Klettertraining in der Freizeitanlage. Daniel Radloff testet aus, wie es nach der Operation seines Kahnbeinbruchs mit der Belastbarkeit aussieht. Zum Kahnbeinbruch kam es wegen eines Arbeitsunfalles. Ich habe in einer Firma gearbeitet, die hat größtenteils eher so Bänke hergestellt oder Straßenlaternen. Und dann habe ich halt angefangen zu bohren mit einer Säulenbohrmaschine mit ungefähr 4000 Umdrehungen. Und es hatte dort einen Schraubstock gehabt, den ich befestigt habe. Dann bin ich ins Material gekommen, habe den Schraubstock festgehalten und dann hat es alles rausgezogen und meinen ganzen Arm mit reingezogen. So, ich habe dann nur so einen leichten Schmerz gespürt, so war leicht taub am Handgelenk. Ich habe mir da mal nichts gedacht, so bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, ja, es ist eine Prellung, sieht nichts auf dem Röntgenbild, überhaupt nichts. Irrtum, wie sich ein Jahr später nach einem weiteren Arbeitsunfall auf der Computertomographie von Professor Nagy herausstellte. Und Sie sehen jetzt, dass es nicht mehr sich um einen akuten Bruch handelt, sondern dass der Bruch nicht verheilt ist, dass es da eine breite Zone hat, die keine Knochen hat. Und auch sogenannte Zysten, die das ganze Kahnbein durchsetzen, im Sinne einer unverheilten Kahnbeinfraktur, einer Kahnbeinpseudarthrose.
Mir ist es nie aufgefallen beim Arbeiten, weil ich nie irgendwie Schmerzen hatte. Ich hatte ab und zu mal so ein kleines Ziehen gehabt. Ich dachte mir so, ja, okay, es kann passieren. Bänder oder so irgendwas, dass ich mir irgendwie das Band überdehnt habe. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich irgendwie einen Bruch dort hätte oder sonstiges. Bei der Behandlung von der Skaphoid-Pseudarthrose gilt es jetzt einfach, die beiden Kahnbeinteile wieder miteinander zum Heilen zu bringen. Wie Sie vorhin gesehen haben, hat es einen grossen Spalt. Und die Zyste, die muss man mit Knochen ersetzen. Wegen der Durchblutungsstörung beim Herrn Radloff hat man unbedingt einen Knochen verwenden, der Durchblutung mitbringt. Den hat man hier aus den Speichen rausgeholt. Der hat eine kleine Nabelschnur zu den Pulsschlagadern. Und man kann somit einen durchbluteten Knochenspan in das Loch im Kahnbein hineinsetzen. Und die Stabilisation erfolgt wieder in der gleichen Art mit der Schraube. Wenn eine Pseudarthrose lange unbehandelt bleibt, ist die Mechanik dermaßen gestört, dass das Handgelenk eine Arthrose erleidet. Dabei werden die Knorpeloberflächen abgeschliffen. Und auch wenn wir dann das Kahnbein wiederherstellen, ist im Prinzip der Zug abgefahren. Das macht dann trotzdem weiter weh. Und dann muss man eine andere Lösung suchen. Das sind im Wesentlichen Arthroplastiken, also Gelenkersatz, oder Teilversteifungsoperationen. Ein leichtes Handicap habe ich, aber ich komme damit super recht. Also ich kann damit alles trotzdem bewältigen. Und ich sehe es nicht als Handicap, ich sehe es einfach wie als zweite Chance. Weil theoretisch hätte ich die Operation nicht gemacht, hätte ich vielleicht mein Handgelenk nie wieder bewegen können und hätte jetzt mit 21 meine IV. Herr Professor Natsch, wie ist es möglich, dass ein Knochenbruch nicht heilen kann? Die Voraussetzungen für eine Heilung des Knochenbruchs sind einerseits die Ruhigstellung der beiden Knochenstücke. Und die andere Voraussetzung ist eine biologische Voraussetzung, dass es eine normale Durchblutung hat am Bruchspalt selber. Mhm. Und beim Kahnbein, wenn so ein Bruch verpasst wird, bleibt einerseits die Ruhigstellung aus und andererseits ist es noch ein Knochen mit einer prekären Durchblutung, die halt ihrerseits noch dazu beitragen könnte, dass es nicht heilt. Ja, dazu haben wir noch ein paar Bilder. Was sieht man da? Auf dem Bild sieht man jetzt rechts das Kahnbein und man sieht, wie das Kahnbein durchblutet ist, nämlich von Körperferne links nach rechts. Das ist eigentlich die einzige Gefäßachse, die in dem Kahnbein vorhanden ist. Und wenn das Kahnbein bricht, kann die Gefäßachse entweder intakt bleiben oder beim nächsten Bild auch mit verreissen. Und das unterbricht den Blutstrom zu dem rechtzeitigen Knochenstück. Und das Knochenstück erleidet nachher im Prinzip einen Infarkt, also einen Knochentod eigentlich. Und das Ganze müssen Sie wieder reparieren. Wir haben auch dazu ein paar Bilder. Was machen Sie genau? Und auch hier sieht man jetzt wieder auf der rechten Kahnbein her, der Spalt, den man sieht, das ist eben die Pseudarthrosezone, wo es nur noch Narbengewebe drin hat. Das Narbengewebe wird entfernt. Mit dem wird natürlich das Loch noch grösser. Und das muss man jetzt stopfen mit dem Knochenspann, der seine Durchblutung mitbringt. In der Nähe hat es ein konstant verlaufendes Blutgefäß, das kleine rote. Und gestillt an diesem Blutgefäß kann man, wie schraffiert angezeigt, in diesem Areal auch Knochen aus den Speichen heben, rausmeißeln, so wie das hier passiert. Dann nimmt man das Knochenstück, das eben nach rechts immer noch seine Nabelschnur erhalten hat. Da sieht man jetzt das Knochenstück im blutleeren Feld. Und jetzt gibt man die Durchblutung wieder frei und sieht, wie das Knochenstück mit Blut versorgt ist. Also es ist ein vitales Stück Knochen, wo man dann wieder reinschwenkt in den Defekt hinein, wo man jetzt wieder sieht, das Knochenstück ist jetzt an dem Ort, wo vorher ein Loch war. Und die Stabilisation ist wieder nötig. Und für das verwendet man wieder so eine ähnliche Schraube wie beim Herrn Bart, jetzt etwas grösser, um das zu stabilisieren. Aber nach dieser Operation braucht es zum Teil auch einen Gips. Wann genau? Also die Gipsruhigstellung ist meistens notwendig, zuerst einmal zum Schmerzen lindern und zum Weichteil zum Heilen zu bringen. In zweiter Linie und längerfristig ist es davon abhängig, wie viel Stabilität man während der Operation hat erreichen konnte. Mhm. Wenn man die beiden Stücke super stabil hat zusammenschrauben konnte, dann braucht es nicht eine äussere Fixation oder Ruhigstellung. Sondern man kann früh anfangen bewegen, vielleicht noch nicht belasten. Aber wenn irgendein Zweifel da ist, ob es noch ein bisschen bewegt, dann tut man den Patienten oder respektive das Handgelenk eingipsen. Heute brauchen die Chirurgen viel 3D-Printer. Ist das hier auch eine Option in gewissen Situationen? Das ist so. So wie Sie am Anfang gesehen haben, was für eine kurlige Form das Kahnbein hat, ist es auch schwierig, die richtige Form wiederherzustellen. Sie sehen auch, man kann nicht das ganze Kahnbein überblicken bei so einer Operation.
Und dennoch ist es wichtig, dass das wiederhergestellte Kahnbein wie ein Puzzlestück wieder an seinen Ort exakt reinpasst. Und mit Schablonen, die man mit 3D-Drucker anhand der Gegenseite, die hoffentlich gesund ist, herstellen kann, kann man die exakte Form des Kahnbeins abgreifen und auch während der Operation sicherstellen, dass das Kahnbein wieder die Originalform zurückpasst. Im Einspieler haben Sie ja noch von Gelenksersatz oder von Steifung geredet. Wann braucht es das? Das ist halt dann, wenn jetzt auch das Kahnbein, auch wenn man es wieder zusammensetzen würde, wieder herstellen, die rundum liegenden Knochen und Gelenkflächen schon so viel Schaden genommen haben, dass es eigentlich nicht mehr darauf ankommt, ob das Kahnbein ganz ist oder nicht. Der Schmerz eigentlich dadurch verursacht wird, dass der Knorpel abgeschliffen ist und im Prinzip eine Arthrose vom Gelenk schon stattgefunden hat. Aber es gibt für jede Situation eine Lösung, kann man fast sagen. Das kann man schon sagen, ja. Das Handgelenk hat so viele einzelne Knöchel. Irgendeines ist immer noch fit genug, um die Beweglichkeit zu gewährleisten. Wunderbar. Danke schon vielmals, Herr Professor Natsch.